Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, ich bin mit neuer Energie wieder da. Vielleicht habt ihr es bemerkt, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich jetzt wieder hier online bin. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, gemeinsam mit der Familie waren wir am Gardasee und es war wunderschön und ich freue mich immer so an dieser Blütenpracht in Italien, ja, der Oleander, also unglaublich, wie er dort sprießt überall und der Jasmin und die Olivenbäume sind so wunderschön. Da gibt es übrigens bei den Bachblüten auch die Bachblüte Olive. Also Olive vom Olivenbaum und steht für also wirklich Kraft, Ausdauer. Und wenn man sieht, was der Olivenbaum für einen kräftigen Stamm hat, ja, und so richtig alles ist kräftig an ihm, kann man auch verstehen, warum manche Menschen dann diese Bachblüte auch benötigen. Ich gebe die immer in individuelle Mischungen mit rein, je nach Körperzone auch, je nach Beschwerden am Körper und so weiter. Also das nur nebenher. Wie gesagt, ich habe neue Kraft, neue Energie und vor allen Dingen neuen Speicherplatz dazu gewonnen. Deswegen, ich kann jetzt wieder schneller öfter Videos machen. Das freut mich ganz arg. Und ja, ich habe wieder meinen Optimismus, mein Lachgesicht dabei, denn wir wollen ja optimistisch bleiben im Bereich der Partnerschaft. Und ich lege den Stein mal hierher. Und wir schauen, meine lieben Waagegeborenen, was soll bei euch mehr werden in eurer Partnerschaft? Mehr Zeit für uns aus dem Lingen Verlag. Und ich schaue mal, was ich für euch zeigen möchte. Ich hoffe, es geht euch gut soweit und ihr könnt die schönen Tage jetzt genießen. Vielleicht hattet ihr besonders schöne Pfingsten oder seid womöglich gerade in Ferien auch. Genau, umso mehr freut es mich, wenn ihr bei mir reinschaut. Also toll. Ich wähle jetzt eine für euch aus. Oh, das ist ja spannend. Schauen wir mal. Oh, gemeinsames Candlelight-Dinner, meine Lieben. Schaut mal. Hier ist ein Tisch, ein gedeckter Tisch mit zwei Stühlen im Dunkeln. Der Romantikklassiker für Paare ist das Candlelight Dinner. Vom Begriff her meint Candlelight Dinner eigentlich nur ein feierliches Abendessen zu zweit bei Kerzenlicht. Ja, es muss ja nicht ganz dunkel sein. Was man dann im Einzelnen darunter versteht, liegt bei jedem selbst. So gibt es beispielsweise eine Menge Restaurants, die solche romantischen Abendessen für zwei speziell anbieten. Sie werben mit der speziellen Atmosphäre, die vor allem für Paare geschaffen wird. Man kann ein Candlelight-Dinner natürlich auch bei sich zu Hause arrangieren. Klar. Im Internet und in speziellen Kochbüchern gibt es unendlich viele Tipps und Anregungen. Doch darüber hinaus sind eurer eigenen Fantasie hier natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. Schaut mal, ihr lieben Waagegeborenen, ihr seid ja die schön geistigen Menschen auch und ihr liebt es gerne, in schöner Umgebung zu sein. Ja, wenn ein schön gedeckter Tisch mit Blumen, mit Kerzen und so weiter, ich glaube, das ist so nach eurer Fasson und ich lege es mal hierher. Also ich habe auch was ganz besonders Schönes erlebt mit der Familie, weil wir hatten einen Tisch bei Limone und zwar direkt am Gardasee, direkt am Steinstrand sozusagen waren die Tische aufgestellt und es war so herrlich. Es war ein Blick in die Bucht, wo Limone liegt und wir haben die Lichter gesehen am Abend. Und es war ein Traum. Und ich habe euch hier sogar eine Limone mitgebracht, eine Zitrone, weil die ist ja, also die ist nicht nur gesund, sondern irgendwie sieht sie auch schön aus. Sie hat so was Strahlendes, Positives, ja, die gelbe Farbe,
Die ist ja auch mit der Sonne, die Farbe hat, also ist mit der Sonne vergesellschaftet, sie wächst durch die Sonne und sie macht innerlich Sonne. Und sie ist ein wahnsinnig guter Fettverbrenner. Ja, ich mache mir immer, ich gebe immer ganz normales Wasser ohne Kohlensäure in einen Krug und presse eine Zitrone aus und trinke dieses Zitronenwasser über den Tag. Das entgiftet super, ja, das löst Säure aus dem Körper, reinigt und entgiftet. Ja. Also wunderbar, und ich habe mir da auch ein ganz tolles Öl mitgenommen noch. Hier steht Limone drauf, schaut, könnt ihr es sehen. In diesem Olivenöl ist eben auch Zitrone enthalten. Das finde ich was ganz Tolles. Also das nur nebenher, meine Lieben. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wir waren hier beim Candlelight Dinner. Jetzt schauen wir mal, was soll denn weniger werden in eurer Partnerschaft, meine Lieben. Naja, schauen wir mal im Licht- und Schattentarot. Ui, sind gleich vier. Vier. Oh nee, das sind gleich fünf Karten. Ui. Ja. Ja, genau. Ich glaube, die Botschaft ist, weniger in Gedanken zu sein. Ja, hier haben wir das Ass der Stäbe, weniger in Handlungen zu sein und auch weniger nur etwas zu ersehnen, ja, und von etwas zu träumen, sondern es zu tun, ja, es zu tun, es zu organisieren, ja. Geht in die Aktion und macht euch einen schönen romantischen Abend, ja. Das wäre wichtig, ja. Und entscheidet euch bitte, weil ihr seid ja die Meister der Entscheidungsunfähigkeit. Entschuldigt bitte, wenn ich das so sage, aber schaut mal, die Waage, die zittert ja ständig um ihr Gleichgewicht, ja, hin und her. Soll ich so oder soll ich so? Und so, soll ich so oder soll ich so? Hin und her, ja. Ich kenne das selber auch, weil ich im Aszendenten Waage bin. Und ja, versucht euch zu entscheiden. Und ja, seid weniger so feurig unterwegs, sondern auch mal mehr romantisch und in den Gefühlen unterwegs. Ja, weniger in den Handlungen, mehr in den Gefühlen. Das ist etwas, was euch gut tut, liebe Waage geborenen, wo ihr so viel im Verstand unterwegs seid, wo ihr immer so viele Gedanken habt genau, gönnt euch einen romantischen Abend, wo die Gefühle an erster Stelle stehen, meine Lieben. Dann schaue ich noch aus den Farben der Naturengel, was sie euch noch für eine Botschaft überbringen wollen, meine lieben Waage geborenen. Schauen wir mal, was sie hier uns mitteilen wollen. Farben der Naturengel. Ah, hui, siehst du? Super, das passt. Schaut mal, Reinigungsprozess. Ich hatte gerade erwähnt, dass man mit den Zitronen gut entgiften kann. Ja, ein saures Milieu im Körper bereinigen kann, ja. Und hier kommt, schaut mal, wie wunderschön, folge deinen Träumen. Schau mal, wie wunderschön, liebe Waage, geborene, lieber Waage, geborener. Wow, wenn du dich reinigst, kannst du leichter deinen Träumen folgen, ja. Wenn du Altes loslässt, wenn du auch deinen Körper von innen her entgiftest, reinigst, dann reinigt sich automatisch auch die Seele dadurch, ja? Weil es gehört ja immer alles zusammen. Körper und Seele kann man ja nicht voneinander trennen, ja? Wenn du deinen Körper befreist von alten Ballast,
dann wird es auch deiner Seele wieder viel besser gehen, ja, und dann kannst du deine Träume verfolgen, ja. Tolle Botschaft hier, meine liebe Waage, super. Jetzt schaue ich noch in unser Büchlein. Hier ist die 41, möchte ich euch noch vorlesen. Schaut mal, 41. Hier, wunderbare Karte. Visualisiere weißes Licht in deinem Herzen und umgib dich damit. Weißes Licht. Von jeder neuen Erfahrung profitiere ich. In meinem Leben ändere ich alles zum Besseren. Wow. Toll, meine lieben Waagegeborenen. Ihr dürft alles zum Besseren wenden, ja? Dann schauen wir hier noch. Was ist das für eine 31? 3 und 1 ist 4 und 4 steht auch immer für Transformation. Also es soll sich was verändern. Du sollst deinen Träumen folgen, meine liebe Waage. Schaut mal. Visualisiere königsblaues Licht in deinem Herzen und umgib dich damit. Aus meinen Träumen erschaffen sich meine eigenen Erfahrungen. Ich weiß, was ich erleben möchte und gestalte und genieße mein Leben. Wow, meine Lieben. Schaut mal, nach der inneren Reinigung kommt dann das Leben, was ihr euch wirklich vorstellt. Und zwar folgt euren Träumen und folgt auch euren Gefühlen, ja? Folgt euren Gefühlen, nicht zu viel im Verstand sein, ja, nicht zu viel immer nur Gedanken und Handlungen, ja, sondern bitte folgt auch mal euren Gefühlen und lasst euch mal treiben, meine lieben Waagegeborenen, ja. Das sind noch also ganz wunderbare Botschaften. Wonderful, wollte ich sagen. Ja, wundervolle Botschaften. Also, Candlelight-Dinner, Gefühle, Reinigungsprozess und den Träumen folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Kurzreading für euch, meine lieben Waagegeborenen. Ihr seid ja die Königinnen und Könige der Luft im Tarot. Ja, das sind die mit den Schwertern. Eben mit diesen vielen Gedanken im Kopf. Und ja, ich würde mich freuen über ein Abo, über einen Daumen hoch oder ihr schickt mir ein Tier eurer Wahl oder ein Herzchen. Also ich freue mich über alles, besonders über euch, dass ihr so treu immer meine Videos anschaut. Das freut mich ganz, ganz arg, wirklich sehr, sehr, sehr. Danke euch und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Servus.